Denn sie sind deine Freunde? Sie sind nicht deine Freunde. Sie spielen nur mit dir. Sie können sich gut tarnen, sich verstellen, die Erscheinung annehmen, die du sehen möchtest. Aber trotzdem sind sie deine Feinde. Wenn du Glück hast, bleiben sie nur kurz. Dann ziehen sie weiter wie die Wolken. Wenn du Pech hast, bleiben die Gedanken für immer und werden zu der Stimme in deinem Kopf. Eine Stimme in meinem Kopf, sie spricht zu mir. Ich trinke täglich sehr viel Bier, um den Schmerz zu ertragen, von dem anderen nicht mal zu träumen wagen. Sie sagt, du bist nichts wert, du bist nur Dreck. Sie hofft, dass ich endlich verreck. Meine Tränen lindern den Schmerz, doch tief in mir drin explodiert mein Herz. Die Stimme, sie ist mein Feind, sie hasst mich. Und genau das schafft mich. Immer, wenn die Menschen mich betrügen, tut sie mich noch mehr belügen. Das gibt ihr Kraft, das macht sie stark. Und mich hängt sie damit bald ins Grab. Die Erlösung liegt nah. Denn bald bin ich nicht mehr da. Stimme in meinem Held entlässt mich in mein dunkles Bett. Die Erlösung liegt nah, denn bald bin ich nicht mehr da. Die Stimme sie sperrt mich ein in meiner Dunkelheit und nichts und niemand gibt mir Halt. Nun sitze ich hier und sehe euch zu, doch sie lässt mich nie in Ruhe. Ich werde mich mit aller Kraft besinnen und hoffentlich gegen das Böse gewinnen. Die Stimme.